Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. So. Dann sieht man sich natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu Metro 2033. Es geht wieder weiter, Freunde. Und ich mache natürlich eine Wahnsinns-Let's-Play-Session gerade. Denn ich nehme gerade... Also für meinen Verhältnissen ist das natürlich ziemlich viel. Ich nehme ungefähr 2 Stunden Metro auf. So, ich weiß, für Gronkh und Sarate ist das jetzt zwar wirklich wenig. Denn die nehmen ja wahrscheinlich täglich 5 Stunden auf. Aber... Ach, das sind gute Leute. Ein Mensch! Aber wie... Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Geh und sprich mit dem Hauptmann. Okay, hier. Bist du der Hauptmann? Wie viele sind es? Hast du sie gesehen? 10? 20? Nein, sag lieber nichts. Moment, hier liegen bestimmt ein paar Munition. Da wette ich drauf. Hier sind keine. Naja, wenn da jetzt nur Monster sind, dann kann ich es auch schlecht sagen. Denn die Monster, die lassen ja auch keine Munition fallen, leider. Beziehungsweise einfach gar nichts. Ah, hier. Geil, da lang Munition. Unglaublich. Haben wir mal ganz kurz nachgeladen und jetzt lade ich mal die Schrotflinte nach. Vielleicht kommen wir durch. Machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Hallo, guten Tag. Darf ich hier mal durch, bitte? Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen! Spürst du das? Sie sind jetzt in der Nähe. Scheiße. Scheiße, da kommen Monster. Ruhig bleiben! Kein Licht mehr! Oh fuck, zu viel Wind. Oh nein! Aufstehen! Alle in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Ja, auf jeden Fall, ne? Verdammt, 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 verdammt! Scheiße. Hier wurden einige Soldaten getötet. Wir sind alle erledigt! Kämpfte Feiglinge! Jawohl!
Jawohl. Ich schlitze sie mit meiner Knarre. Hinter dir, hinter dir! Komm schon, lad nach, lad nach, lad nach! Jawohl. Da kommen ja noch mehr Leute von denen. Keine Muni, keine Muni. Lass mich rein, lass mich rein. Boah, Leute, ich habe auch keine Muni mehr. Blödes Mistvieh. Au. Oh, scheiße. Verdammt. Hier sind alle Soldaten tot, bis auf die Minigun, Leute. Scheiße, scheiße. Ich hoffe bloß, dass das kein Nachspiel haben wird, falls wir ein schlechtes Ende haben. Das ist mein Ernst, ey. Fuck. Kommt es auch irgendwie so vor, dass wenn wir immer ein neues Kapitel anfangen, dann geht alles irgendwie den Bach runter. Immer. Ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay, dankeschön und den werde ich hoffentlich auch haben. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich geradeaus gehen? Ja, ja, ich muss wieder geradeaus. Das heißt, wir gehen also nicht geradeaus, sondern wir gucken erstmal hier die Lage. Mal gucken, ob hier ein paar Munition liegen. So, hier gibt es keine Munitionen. Und ne, hier gibt es auch keine Munition. Hier vielleicht. Genau, hier gibt es ein paar Munitionen von dem einen Soldaten, der es leider nicht geschafft hat, zu überleben. Der arme Typ. Aber ich hoffe, schon bald werden wir Metro 2033 durchspielen und dann ist dann Metro Last Light dran, Freunde. Metro Last Light. Und ich glaube, es ist ein Ticken besser, glaube ich, als Metro 2033. Weil halt weiß ich gar nicht. Kann man eigentlich damit fahren? Auto fahren? Nee. Na gut, wir gehen mal geradeaus. Wir haben dann... Ja, ich kann leider kein Russisch sprechen. Beziehungsweise, geschweige denn zu lesen, kann ich überhaupt nicht.
Boah, was ist das denn für ein Tier, ey? Ist das ein Nacktmull? Nur halt in, Lebensgröße. Das ist ja krass, ey. Nee. Spaß beiseite, wir müssen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir müssen nach hinten, aber ich gehe mal nach unten hier. Da gibt's ja. Ja, der hat mich aufgefressen. Fuck. Ich darf nicht dorthin. Ich darf nicht dorthin. Weil hier sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Dann schmeißen wir doch mal hier eine Granate hin. Ich gehe da nicht hin, Alter. Ich gehe da nicht hin, weil sonst. Denn sonst erschrecke ich mich schon wieder, ey. Das war eh nicht so angenehm, oder? Ich kann da nicht rauf. So, da sind auch ein paar Gegner, da sollte ich am besten nicht nach unten hingehen. Weil dann fressen die mich die Monster wieder und dann. Ja. Schrotflintenmunition. Kommt doch immer gut an. Ne? Da ist ein Monster, da ist ein Monster, da ist ein Monster. Da vorne auch noch einer, oder? Ich hoffe, das waren alle, ey. What the fuck? What the fuck? Alter, dieses Knirschen, ne? Ich hasse das, ey. Ich habe nicht mehr so viele Munitionen. Okay. So, Leute, dann sieht man sich natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.